Herzlich willkommen bei der neuen Folge von XCOM Enemy Within. So, wir sind natürlich immer noch in dieser prekären Situation und schauen, dass wir da jetzt möglichst gut wieder uns rausmanövrieren. Ich habe folgenden Plan. Ich hoffe, der geht auch so auf. Sehr gut. Oh, und der darf nochmal. Okay, dann warten wir sicherheitshalber hier. Oder machen wir es hier? Ah, machen wir das. Stellen wir uns hier hin. Das müsste eigentlich passen. Jawohl. Bestätige Befehl. So. Den Ansturm haben wir mal auf jeden Fall erledigt. Das ist mal sehr gut. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Grenzgenial. Grenzgenial. Bereit zum Angriff auf Feind. Legen wir los. Alles wieder im grünen Bereich. So, da kommen jetzt ein, zwei raus natürlich. Verbergen. Erst einmal schauen, was er kann. Okay, ist mal besser als nichts. Das auf jeden Fall. Schauen wir mal. Aha. Kopf weg. Komm schon, komm schon. Passt, das war auch gut. Passt, passt, passt. 85. Der sieht nichts. Der sieht den 84. Dann machen wir den hier. Passt. X-Ray ausgeschaltet. Die restlichen bleiben jetzt nur auf Feldposition. Feldposten, Entschuldigung. Da werden jetzt unendlich viele rauskommen. Und das ist genau mein Problem. Ah, jetzt kommen schon drei raus. Okay. Vielleicht kann man sich doch so gut verschanzen, dass keiner durchkommt. Alles wieder im grünen Bereich. Probieren wir es einfach aus. Meine Munition ist aus. Schauen. Aha. Der Schuss gefällt mir. Und wer schießt? Der Manuel, glaube ich. Ah nein, das ist ein. Scheiße. Daneben geschossen. Ja, das sieht man, Alter. Aber jetzt. Papa, dann. Scheiße. Ah. Konnte ja nicht ewig so gut vorangehen, ne? Verdammt, das gibt's doch nicht. Okay. Komm schon, nicht daneben. Das gibt's doch nicht. Das ist so eine Verarschung. Sowas nervt dann einfach. Genau, jetzt hat er noch höher. Na, das ist doch. Fertig, nachgeladen. Ja, okay, mindestens einer stirbt auf jeden Fall. Er ist raus.
ja. Weil es geht sich einfach nicht aus, dass ich jetzt beide kill, das kann man vergessen. Auf die Entfernung daneben schießen, da bin ich überhaupt total scharf drauf. Das liebe ich generell extremst. So, jetzt ist nämlich das Alien dran und wird ihn zu einem Zombie machen und dadurch haben wir sowieso ein Riesenproblem. Aha. Also das ist echt lächerlich, Leute. So, jetzt stütze ich schon meinen Kopf mit dem Arm ab, mit den Fingern an die Schläfe, weil das einfach so bescheuert ist. Und jetzt hat natürlich keine mehr Munition. Ah, doch. Dann schauen wir mal, vielleicht trifft er wieder genau daneben. Wow. Ich habe keine Patronen mehr. Echt fragwürdig das Ganze. Daneben sieht man auch schon. So viel zu ohne Abzug schießen. Ja, im Endeffekt, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber egal welchen Menschen ich da jetzt durchschicke, der wird extrem zerschnetzelt werden. Ich könnte den Dave, aber der muss jetzt nachladen. Ja, das war die einzige Möglichkeit, die wir haben. Dass wir jetzt einfach alle vorwärts schicken, die es gibt. So. Tu deine Pflicht, Alter. Ich sag deine Pflicht nicht ein schlechtestes. Bestätige. Ja, dann verlieren wir halt die Deckung, da kann ich jetzt nichts machen. So. Das war natürlich die einzige richtige Alternative, die ich jetzt noch hatte. Finde ich irgendwie. Ich hätte den links hinstellen sollen, nicht rechts. Ich dachte, da ist die Wand jetzt weggesprengt worden. Aber offensichtlich nicht. So, das ist jetzt natürlich ein Spiel mit dem Feuer, sag ich einmal. Vor allem, wenn man das so toll sieht, wo er hinlaufen würde. Aha. Okay, warte, gibt eh volle Kanne Feuerwerk. Es gibt bis jetzt kurz Verschnaufpause, weil ich schätze nicht, dass es jetzt für immer aus ist, um ehrlich zu sein. Zumindest irgendwie Deckung nehmen, in irgendeiner Form. Was ist jetzt? Achso, die ist voll! Scheiße, dann hätte ich die gar nicht zurückziehen müssen. Na gut, konnte ich nicht riechen. In Bewegung. Okay, Django muss da Vollgas geben. Bevor er in den Alien rauskommt, soll es wenigstens ein bisschen Widerstand haben. Position bestätigt. So, jetzt ist natürlich die Frage. Da können sie wahrscheinlich nicht drüber schießen, oder? Ah, ich stelle ihn trotzdem mal daher.
Mehr ist das dann nicht funktioniert, kann nicht passieren. Kann sie. Okay, dahin spurten, ist schon mal besser als nichts. Okay, derzeit. Oh, wie scheint, haben wir doch so die Hauptwelle mal vernichtet. Bin auf dem Weg dorthin. Ich weiß, es ist nur ein Feld, aber ein Feld ist immerhin ein Feld, ne? Okay, passt. Das heißt, er bekommt das jetzt hin. Oh, da müssen wir jetzt veräppeln. Was ist denn jetzt dein Problem? Das kommt er auch nicht dran, oder was? Hä? Okay, ich glaube, das Spiel hat da gerade was. Das erklärt ja, warum der Roboter auch nicht rein konnte. Ah, okay. Der Transponder des Schiffs ist aktiv und sendet. Sie müssen da weg, Strike One. Ja. Geht dort alles hoch. Wenn sie da nicht weg sind, sind sie so gut wie tot. Jetzt chill mal einen Meter. Da ich wieder. Danke. Geordneter Rückzug nennt man sowas dann. Man muss ja trotzdem aufpassen, nicht dass man in den nächsten Alien-Typen reinläuft, ne? Zu Befehl. So, sie bleibt da ruhig mal oben stehen. Ja, klar, das habe ich nicht erwartet, so ein Blödsinn. Was sie schenkt immer gleich ein. Oder auch nicht. Ja, das war eindeutig daneben. Aber das wird eh nur ein Riesenproblem für dich werden. Habe ich so das Gefühl. Jawohl. Dann los geht's. Gehe in Position. Ja, wir haben es verstanden, Alter. Ist natürlich die Frage, könnte er. Okay, darüber kann er eh laufen. Schauen wir mal. Jawohl. So gehört sich das. Kill bestätigt. Bin schon auf dem Weg. Ja, war ja klar. Das heißt, ab jetzt sprinten, was das Zeug hält, habe ich so das Gefühl. Da sollte Manuel eh keine Probleme haben, weil der hat hier einen Riesenbereich, den er laufen kann. Der Roboter könnte eine kleine Problematik haben, aber... Sonst scheinen die Leute eh total fix zu sein, sage ich mal. Kommt sie dran? Wie weit kann sie denn laufen? Na bitte. Unterwegs. Das heißt, ich muss da rauslaufen, ist eh klar. Das ist immer dann der Stress beim Zurücklaufen. Ich hasse, sie können so weit laufen, die Mistviecher. So, das heißt, wir ziehen die Hintersten mal so weit vor, wie sie können. Wir lassen die mal schießen. Wow.
Treffer. Ja. Ah, den ersten haben wir abgeschalten. Ah, abgeschalten, ausgeschalten. Das ist schon mal gut. Oh. Oh, verdammt. Na komm schon. Daneben, das kannst du doch nicht sein. Ich habe fast keine Munition mehr. Und da kommt gleich der nächste. Egal. Beide schießen daneben, das ist großartig. Daneben geschossen. Wenn jemand stirbt, bin wenigstens nicht ich schuld. Dann können sie sich selbst. Und der kann jetzt angreifen. Der kommt zwar von irgendwo, aber er kann angreifen. Das ist Logik, oder? Muss einfach so weit. Ja, super. Gut, also der ist. Der Dave wird jetzt nicht mehr lange leben, weil er kann nicht weit genug laufen, dass er den Viechern einen zweiten Punkt kostet, glaube ich. Aber ich sehe gerade, der Roboter ist auch gerade etwas. Warum sind jetzt auf einmal alle so down? Das kann es echt nicht sein. Vielleicht wird das Cyrus 2 auch bald abnippeln. Genau, weil der darf jetzt nochmal angreifen. Aha, doch nicht. Interessant. Ja, kommt schon. Seid nicht so deppert. Aha, da vorne jetzt auch noch. Strike One. Der Luftschlag steht kurz bevor. Begeben Sie sich zum Evakuierungspunkt, bevor Joa, es zu spät ist. Stress mir nicht so. Elend stressen ist schon genug. Genau, nehmen wir den hintersten. Doppelkopf. Ich bin unterwegs. Noch eine Runde. So, der wird jetzt wahrscheinlich von den Kristalliden eingekeilt und kommt nicht mehr raus. Das ist so die Standardaktion von den Viechern. So, jetzt stellt sich dann da noch einer her und dann kannst du den Roboter eigentlich schmeißen. Weil den kriegst du nie wieder raus. Genau. Et voilà. Das war's. Schmiole, er ist hin. Position bestätigt. Ich wollte eigentlich ihn auswählen als Figur, aber macht nichts. Das ist schon wieder eine spezielle Aktion da. Das Einzige, was ich probieren kann, das ist noch die einzige Alternative, die ich habe. Hier geht die Munition aus. Ja. Perfekt. Das müsste eigentlich reichen. Booyah! Na, aber dort, wo es waren, da. Ist nichts passiert. Wahnsinnig geil. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das noch überlebe. Bam. Ich hätte mir gedacht, ich verliere mindestens eine Person. Ganz ehrlich. Weg mit Zombie. Lol. Willkommen zu Hause, Leute. Na, bist du wahnsinnig. Das war ein Kampf.
So. Du kannst Medikits dreimal pro Gefecht einsetzen. Deckungsfeuer? Na. Er nimmt die schon mit. Das ist schon in Ordnung so. Was hast du? Sorgt für 2 Gesundheitserholungen zu Beginn jeder Runde. Speicherwertung ermöglicht zusätzliche Anwendung von heilender Nebelgranatwerfer und Annäherungsminenwerfer. Na, das Selbstreparieren ist eine extrem nützliche Sache. Was hast du? Erhöht den Wirkungsbereich von Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen um 2 Felder. Feuert einen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Feldern nähert. Feldposten wird nicht benötigt. Also das ist, naja... Das ist halt Selbstverteidigung extrem gut, das ist halt unterstützend. Eine sehr große Kraft. Ja, da machen wir noch volle... Er ist voll der Detonator. Detonator-Klasse. So, was hast du? Okay, den Reflexschuss mit 4 Feldern näher. Der Soldat kann sich 3 zusätzliche Felder weit bewegen. Wow. Wie weit kann die dann laufen, bitte? Das nehmen wir. Ich sprinte über das halbe Spielfeld mit der schweren MG. Ja, nehmen wir hin. Weitere Verleihungen. Stellungskampf. Panik verringert. Das wollen wir hoffen. Wir behalten sie im Auge. So, dann hoffen wir jetzt, dass jetzt nichts mehr kommt. Satellitenabdeckung verfügbar über Russland. Sehr gut. Schalenrüstung haben wir auch gebaut, also erforscht. Ufo-Energiequelle. Okay, das dauert dann alles schon 5 Tage. Wir sollten zuerst mal die schnelleren Sachen. Nehmen wir die Experimentalkriegsführung. Gut, viel Knete haben wir nicht. Schauen wir mal, vielleicht haben wir was am Schwarzmarkt zum Verchecken. Nicht erforscht. Ey, Mutantenleiche nicht erforscht? Was? Moment, da schauen wir gleich mal. Mutantenautopsie, na bitte. Dies ist das körperlich aggressivste Exemplar, das wir bisher entdeckt haben. Die Truppen nennen es liebevoll Muton. Ich kann nur vermuten, es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Namen. Muton. Liebevoll? Naja, gut. Gibt es ja verschiedene Auffassungen. Gut, nachdem wir jetzt den Kampf endlich so glorreich beendet haben, ist auch schon wieder Zeit für, ja, ein Break. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von XCOM Enemy Within. Cheerio.